Und finde mal bitte eine Wohnung in Deutschland, wenn du so einen Namen hast wie ich. Es ist so gut wie unmöglich. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in der Schweiz ist. Es ist auch so, es gibt tatsächlich Hürden, es gibt Schwierigkeiten. Und ich hatte mich mal, also ich wollte meine Wohnung mieten und ich habe mich sehr höflich bei einer Vermieterin gemeldet. Und ich habe sie angerufen und gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Jebe, ich rufe wegen der Wohnung an, ist sie noch zu haben? Und dann kommt am anderen Ende der Leitung, was, wie war der Name? Chepe! Da habe ich gesagt, nein, nicht Chepe, der Name kommt aus der Türkei, nicht aus Zwickau. Ach so, da muss ich Ihnen sagen, die Wohnung ist jetzt gerade vor einer Sekunde, vorige Woche, letztes, die ist halt vergeben. Und ich habe es nicht geglaubt, Freunde. Ich habe tatsächlich nochmal den Test gemacht und unter der gleichen Nummer angerufen. Nur diesmal habe ich mich anders gemeldet. Diesmal habe ich gesagt, guten Tag, hier ist Müller. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich einen Besichtigungstermin für die Wohnung bekommen, die gerade noch weg war. Und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Da habe ich mir gedacht, wirst du in Deutschland tatsächlich gezwungen zu lügen, zumindest was deinen Namen angeht, um an eine Wohnung zu kommen? Da habe ich gesagt, okay, wenn man das von mir verlangt, dann mache ich das. Und wenn ich einen Besichtigungstermin bekomme, da gehe ich hin und ich lasse meinen Charme spielen. Und vielleicht funktioniert es ja. Und dann habe ich es mal getestet. Ich habe mal einen Vermieter angerufen. Also am anderen Ende der Leitung kam so eine tiefe Männerstimme. Die hat dann gesagt, hallo. Da habe ich gesagt, schönen guten Tag, hier ist Müller. Ich rufe wegen der Wohnung an. Ist die noch zu haben? Und da sagt der Vermieter, keine Wohnung für scheiße Deutsche, hat er aufgelegt. Und egal wie du das machst, du machst es ja verkehrt, ne? Und wir haben jetzt natürlich eine Riesenherausforderung in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke auch ähnlich. Es kommen ja immer mehr Flüchtlinge, ne? Und es wird ja immer härter mit den Flüchtlingen. Und ich habe ja keine Probleme, wenn man die Flüchtlingspolitik kritisiert. Da wurden mit Sicherheit Fehler gemacht, das gebe ich zu. Aber was ich nicht, also beziehungsweise das gehört für mich zu einer Demokratie, ne? Ein demokratischer Diskurs. Was ich aber nicht akzeptiere, ist unreflektierter Hass. Ich war letztens auf YouTube. Und da habe ich eine Frau gesehen, die kam halt aus Sachsen und die hatte so richtig Schaum vom Mund, die hatte so eine Aggression gehabt. Die hat so Sachen gesagt wie, ich könnte niemals was mit einem Araber anfangen, weil ich alleine schon die Sprache abstößend finde. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, ja, aber so ein Moch mir den T-Shirt, Ronny, ist natürlich erotischer. Und auch gib mir Tiernamen, Schmetterling. Ich meine, was soll das? Das ist Jammern auf hohem Niveau. Viele dieser Leute, die glauben tatsächlich, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, ja, dass es Zombies sind, die Deutschland, Europa und die gesamte westliche Welt überrennen wollen. Aber nehmen wir für einen Moment an, Flüchtlinge wären Zombies, die Europa überrennen. Ja, und Zombies ernähren sich ja bekanntermaßen von den Gehirnen der lebenden Menschen. Da frage ich mich, wovor hat in Deutschland die Pegida und die AfD Angst? Wovor? Wovor? Haben die tatsächlich Angst, von so einem Salafisten gebissen zu werden und dann wumm, wächst denen ein Bart und dann fangen die an zu singen, ich bin so schön, ich bin so cool, ich bin der Abdul aus Kabul. Ja, mein Mullah sagte mir, zünde diesen Gürtel hier, zieh die Schnur in Mülheim an der Ruhr. Aber Winterthur hätte sich auch gereimt, habe ich gerade gemerkt, aber...